Okay, da sieht man ja gar nichts. Oh Mann. Aber da ist noch irgendwie ein bisschen was vom Schiff. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Scheiße, was war das? Moment kurz, das ist ein Raider. Ah, da ist noch ein Raider. Warum sind jetzt hier auf einmal Raider? Haben wir es? Gut. Also, wir schauen nochmal ganz kurz an. Eigentlich wollte ich noch schauen, wie ich da zum Schiff komme, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Sprich mit den Siedlern bei Nordhagen Beach. Wir machen mal kurz wieder ein paar Nebenmissionchen. Obwohl, zuerst will ich... Hey! Aus! Hör auf! Böses Gerät. Also, zuerst will ich aber ganz kurz gucken, ob ich die Möglichkeit habe, wieder Holz zu kaufen. Wir sind jetzt in den letzten paar Folgen schon über einen längeren Zeitraum unterwegs. Die Albernetti Farm sollte theoretisch wieder ein bisschen Holz haben. Und gut, Waverick sollte theoretisch auch wieder ein bisschen Holz haben. Bedeutet also, wir schauen mal nach. Denn Baufolgen kosten mich unfassbar viel Holz. Und man kennt mich ja, ich will da eigentlich jede Siedlung so schön aufbauen, dass sie sich selbst verteidigen kann, dass die Geschütze so richtig geil, also so wie bei Gut Waverick, wie es da war. Jetzt habe ich mich, glaube ich, vorhin sogar versprochen. Ja. Ja, alles okay. Genau, hier geht's runter. Jetzt gut die Lady suchen. Gut die Lady. Kurz die Lady suchen. Da fehlt noch. Hier. Conny? Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Wir haben keinen Grund, Fremden zu trauen. Deshalb solltest du weitergehen. Ja, du bist die Falsche. Das ist, glaube ich, die ich gerettet habe. Keinen Grund, dir zu trauen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Okay, Lucy? Miss Abernathy. Willst du was kaufen? Ja, ich will handeln. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Theoretisch sollte sie aber auch noch... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Moment kurz. Jemand anders soll das übernehmen. Und zwar du. Dahin. Ja, lauf mal kurz hier hin. Meine Liebe. Befehlige dich. Das zu tun. Verstehe. Und wo hier bist du? Das ist jetzt nämlich, sollte unbemannt sein. Ist es nicht. Dann war es doch nicht die Lady, die es mir verkauft hat. Ja. Verdammt nochmal. Wer hat mir da Holz verkauft das letzte Mal? Das werden wir dir nie vergessen. Und die Ressource ist jetzt zugewiesen. Wo ist jetzt der Ghoul hier? Jetzt aber? Jawohl. So, zuweisen. Sicher. Gut. Und jetzt kann ich mit dir reden und wahrscheinlich handeln, oder? Lucy. Lucy. Es ist schön zu wissen, dass wir uns auf die Minutemen verlassen können. Ich habe immer so einen Hunger. Tja, es ist nicht die, die mir was verkauft hat. Wo ist die jetzt? Wo ist die Lady? War es doch die? Was? Ich glaube, ich habe die Bar verkehrt rum aufgestellt. Naja, auch egal. Du hast mir dann also verkauft. Willst du handeln? Doch, jetzt auf einmal geht's. Klingt gut. Hier, Ladungen Holz, Halleluja. Das heißt, die haben alle wieder was. Das ist gut zu wissen. Dann schauen wir noch ganz kurz bei der anderen Siedlung vorbei, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Und in Sanctuary sollten wir theoretisch auch noch... Wo war das jetzt? Draftington Bootshaus. Die wurden wohl überfallen. County Crossing, Finch Farm, Nordhagen Beach. Haben wir hier überhaupt noch komplette Verbindung? Über die Burg und die Burg direkt? Ja, doch, sehr gut. Grey Garden, genau da muss ich hin.
Denn in Grey Garden gibt es einen Roboter, der mir auch noch Holz verkauft. Das ist sicher für die einen oder anderen auch wertvoll zu wissen, für die, die selber spielen. Das schöne Fallout 4 Spiel. Und Stahl bräuchte ich theoretisch auch noch, aber ich glaube, da sammeln sich die Ladungen. Das heißt, nach Diamond City gehe ich nicht noch, sondern danach direkt Action. Dann helfe ich noch den Leuten, die da Raider-Probleme haben. Und es haben sich hier schon ein paar Leute angesiedelt. Green? Green, mein Name. Und ja, ich will durchklicken. Handeln. Ja, okay. Holz. Jawohl. Und Beton? Beton kann man nie genug haben. Brauchst du per Zufall was von mir? Ja, ich verkaufe dir die Impro-Pistole. Kampfgewehr. Ja, komm, egal. Jetzt keine Zeit, das da noch genau auszurechnen. Also, die haben ein Raider-Problem. Das heißt, wir gehen mal hin und schauen. Nordhagen Beach, die sind eigentlich auch gut befestigt. Die haben auch nur einen Eingang. Aber Nordhagen Beach musste ich schon mal verteidigen. Und, boah, das war so doof. Da sind die Raider einfach in der Mitte von Nordhagen Beach gespawnt und konnten da reinrennen. Das... echt blöde. Ich weiß noch, in der Folge habe ich mich tierisch aufgeregt, weil ich finde, dass die Raider einfach außerhalb spawnen müssen und dann probieren reinzurennen und die Leute dann zu besiegen. Das ist so. So empfinde ich das. Keine Zeit zum Reden. Hi. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja, was ist los? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Jo, keine Sorge. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Tja, jetzt weißt du es. Also gut, wo sind die Raider? Wo haben sich die Säcke versteckt? Oh, das ist die City. Also gut, dann mache ich so, ich schlafe mal kurz. Und ich habe eine coole Idee. Es lädt gerade Schutz. Geschützt immer leider lädt es gerade die Bilder nicht. Ah, jetzt. Raketengeschütz. Ich habe nämlich eine Idee. Vielleicht werden wir gleich sehen, ob ich sie umsetzen kann. Kann ich dich nicht bauen? Also, dann schieben wir den noch ein bisschen so. Warum das Licht hier ausgeht, verstehe ich auch nicht. Hey, wo liegt das Problem? Das sollte doch baubar sein, Mann. Verdammt nochmal. Da, hier. Den sollte ich eigentlich ohne Probleme eigentlich überall hinschieben können, wo ich möchte. Aber nicht. So ein Scheiß. Naja, egal. Ich habe das gebaut, was ich wollte. Wir legen uns kurz hin. Ich und mein Kurz. Ich habe doch irgendwo sicher noch ein Schlafplätzchen. Nein. Alles schon besetzt. Verdammt. Preston, was rennst du rum wie ein Frosch? Wir warten kurz, bis Tag ist. Und dann locke ich die Raider, die da in diesem... Es ist nämlich ein Riesenlager. Es ist wirklich ein Riesenlager und ist nicht gerade ungefährlich, das anzugreifen. Aus diesem Grund wollte ich da noch ein bisschen Verteidigung hinbauen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, muss ich unbedingt noch mehr. Schwerer Laser.
Wir nehmen ein einfaches. Jetzt fehlt mir Glasfaseroptik. Kabel. Ist aber nicht schlimm. So, und dann Strom. Ich glaube nämlich nicht, dass ich noch genug Strom habe. Obwohl theoretisch könnte ich es ja verbinden mit einem. Ganz kurz gucken. Das sollte gehen. Und ich dann hier rüber. Aha, jetzt fehlt es insgesamt noch an Strom. Ich baue einfach noch einen kleinen Generator nebendran. Jawohl, jetzt funktionieren alle. Also, vorbereitet, Raider. Jetzt locke ich euch hier hin. Ich finde es ziemlich geil, wie es gemacht ist. Kann ich das eigentlich noch abholzen? Schade. Preston, kannst du hier? Hey! Schieß los! Hier drüben! Okay. Bleib da stehen. Hoffen wir, es klappt. Ja. Gut. Hier sind nämlich ziemlich viele Raider unterwegs. Das weiß ich. Obwohl gerade nicht, ne? Ja, jetzt kommen die. Der hat noch einer geballert. Gut. Komm mit, Preston, komm mit. Der wird mich schon verfolgen. Ja. Sehr gut. Jetzt zurück, zurück, zurück. Jetzt lassen wir die Gewalt. Ah, oh, Preston hat jemanden umgelegt. Preston, komm. Weiter zurück, Preston. Ja, da kommen sie schon. Preston, komm, 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 komm. Genau so habe ich mich vorgestellt. Komm, Preston, mein Lieber. Was machst du da? Hey. Hier hin. Komm her. Was machst du da? Ach, es funktioniert nicht so, wie ich will. Ich will sie eigentlich alle locken. Ach, komm schon, das wird geil. Stahl. Bob ist dein Onkel. Ah, es funktioniert nicht so, wie ich will. Ah, das wäre so cool gewesen. Die sind nicht weg, die sind schon noch hier. Ich finde das Scope einfach nützlich. Er ist im Lager! Hol die Bots! Lass sie los! Ich bin im Lager. Holt die Bots. Verdammt! War scheiß drauf! Todesschütze. Ihr seid Todesschützen? Schlechte Todesschützen. Die Waffe ist einfach so verdammt awesome stark. Ich muss unbedingt schauen, ob ich noch eine zweite Waffe davon kaufen kann. Und dann den Munitionstyp ändern kann. Ich hab's drauf, Pumpe, keine Angst.
kann dich gleich holen. Das ist nur da oben. Können wir uns hier ein bisschen hoch boxieren? Obwohl so eigentlich nicht hoch sollte. Was sagt der Raider zu mir? Ach verdammt. Was haben wir hier? Nein, will ich nicht. Verbessertes Schloss. Ich bin glaube ich schon mal von der anderen Seite eingestiegen. Moment mal. Shit! Wachbord! Fuck, fuck, fuck! Warte, da gibt's eine Methode. Ja, ja, ist ja gut. Zeitlupe wird jetzt gefunden. Ja. 10 Sekunden sind aber nicht viel. Nein, ich will nicht mehr speichern. Nicht nochmal. Ich will eigentlich noch so einen Chance nehmen. Ja, jetzt muss ich schnell hinter den Bot kommen. Ja, weil da eine Schwachstelle hat, jetzt wegrennen. Er explodiert nochmal! Ja, 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 Preston ist unverwundbar. Das nehmen wir alles mit. So, schnappen wir uns noch den letzten Idioten. Wo bist du? So, hier kommt man rein. Warte, da war eine Falle. Die ist schon kaputt. Die meisten sind... Schlag dich nieder, Kumpel. Telefon für Kupfer. War wohl doch nichts. Doch, doch, ich komme gleich zu dir, Freundchen. Die haben hier oben drüber gewartet. Jetzt weiß ich, wie ich da hochkomme. So, hier drüber. Von euch nehme ich noch ganz kurz die Schüsse mit. Ich danke euch ganz herzlich. Dann hier irgendwie oben drüber. Ah, da kann ich hoch. Oh. Ja, ist ja langsam gut. Bist du der, der da rumtütet? Halt's Maul. Geschütz noch kurz. Das ist alles wertvoll. Und dann schnappen wir uns den Big Boss. Und dann haben wir es, oder? Ja. Also hier raus. So. Verwirrend, die ganze... Was war das? Nichts, nichts, nichts. Hast du dir was Schönes aufgebaut hier, ne? Ich habe einen Schlüssel für irgendwas gekriegt. Master Steuercore. Passwort. Robotersteuerung. Rennen stoppen, Route ändern. Ist ja cool. Kann ich die Route ändern? Lager, Verteidigungspatrouille. Routeverschlüsselung. Zurückgesetzt. 2 Fahrer in Reserve. Frag mich, wo die dann sind. Goldruhe. Ich habe doch noch einen Schlüssel gekriegt für irgendetwas. Oh, ja. Jawohl. Schlossknacken ist dauerhaft einfacher. Sehr schön. Du bist also ein Comic-Fan, was? So ist es. Oh ja, genau, Holz. So schnell habe ich das wieder vergessen. Und Preston macht sich hier einfach bequem. Aber gut, wir haben das ganze Dorf ausgelöscht. Was ist auch immer? Ein Dorf ist übertrieben. Eine Abschaumhütte.
und dann streichen wir mal die Belohnung ein. Das hier ist ein Dorf, so sieht ein Dorf aus, so ist es schön. Und jeder, der über die Brücke kommt, wird zuerst mal herzlich begrüßt von Raketenwerferschüssen und Lasern. Aber leider sind die spawnen immer drinnen, das nervt mich. Der Zeppelin ist hier in der Nähe. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Der Eisernen. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Du, kein Ding. Also, jetzt müssen wir noch mit Preston sprechen. Preston, mein Lieber. Komm. Preston. Hey. Ich bin ganz ohr. Reden. Was jetzt? Kommt noch hey. Was? Was braucht? Ich habe eine Nachricht erhalten, dass eine unserer Siedlungen einen Angriff der Gunner abgewehrt hat. Ich habe schon gegen die Gunner gekämpft und irgendwas sagt mir, dass sie nur die Verteidigung austesten wollten. Die Leute werden deine Hilfe brauchen. Ja, alles klar. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich mache nämlich dieses Mal ein kurzes Völkchen. Kurze Folge meine ich damit natürlich. Und in der nächsten Folge werden wir dann weitermachen. Mal schauen, ob ich eine Baufolge mache, weil ich habe jetzt wieder Holz. Oder ob ich noch ein bisschen warte. Ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Dann sieh das als freundlichen Hinweis. Schön hier nicht. So, also, ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4. Ich freue mich drauf. Bis dann.